Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Was ist eigentlich in der FPÖ los? Wurden da Anzeigen von Freiheitlichen gegen Freiheitliche gemacht? Gab es so einen FPÖ-Machtkampf schon? Und hat wirklich die ÖVP im Hintergrund irgendwas zu tun, wie in einem Kommentar auf Zack Zack gemutmaßt wurde? Ich freue mich jetzt, den Chef von Zack Zack, dem Online-Medien, und den langjährigen ehemaligen grünen Mandatar und Aufdecker und später mit seiner Liste Peter Pilz im Parlament vertreten, begrüßen zu können. Hallo Peter Pilz. Hallo. Ich fange mit der Geschichte Hans-Jörg Jenewein an, den Sie ja auch, glaube ich, aus dem Parlament gekannt haben. Ich glaube, auch im BVD-Urschuss erlebt. Da würde ich, ich möchte jetzt nicht wirklich auf das persönliche Drama eingehen, aber auf die politische Causa. Wie haben Sie denn den Hans-Jörg Jenewein im Parlament erlebt, auch im BVD-Ausschuss? Wir bei den Freiheitlichen sagen eigentlich alle, er war Herbert Kickels Mann fürs Grobe. Ja, er war schon ein ziemlich grober FPÖ-Abgeordneter, sicher ganz weit am rechten Rand seiner Partei. Ich glaube auch, dass er ein heftiger Kickel-Unterstützer innerhalb des jetzigen freiheitlichen Chaos-Clubs ist. Aber ein bisschen was muss man schon zum Persönlichen sagen. Weil, ja, dazu kommen wir ja, auch, klar. Okay, schau, Jenewein hat mich ab und zu angezeigt und alles Mögliche. Das ist nicht so aufregend. Wir haben jetzt, und da ist Jenewein wirklich nur eine Nebenfigur, wir haben einen wüsten Fraktionskampf in der Freiheitlichen Partei. Und dort hat es schon viele Fraktionskämpfe gegeben, aber das ist einer der wildesten und verrücktesten bis jetzt. Der kann bis an die Existenzgrundlage der FPÖ gehen, der kann die FPÖ weitgehend zerstören. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, dass das große öffentliche Aufbrechen des FPÖ-Fraktionskampfes, des Kampfes um den Kopf des Parteiobmanns, zum Teil ein Ablenkungsmanöver vom großen ÖVP-internen Kampf um den Kopf des Parteiobmanns ist. Das ist ja jetzt, stellen wir uns das so vor, da sitzt die ÖVP und da sitzt die FPÖ und jeder hat einen Panikknopf. Und immer wenn der Nehammer-Kopf wackelt, haut wer in der ÖVP auf den Panikknopf, damit alle zur FPÖ schauen, dann wackelt der Kickl-Kopf, dann hauen die wieder auf den Knopf, dann wackelt wieder der Nehammer-Kopf. Und so haben wir zwei rechte Parteien mit Wackelköpfen an der Spitze und absolutem politischen Chaos. Mhm. Es gibt nur einen ganz wesentlichen Unterschied. Die eine Partei ist die Kanzlerpartei und soll Österreich regieren, weil was die FPÖ in den hinteren Winkeln des Parlaments da gerade aufführt. Das ist für die FPÖ gefährlich. Was die ÖVP aufführt, ist für Österreich gefährlich. Mhm. Bevor wir auf diese Fakten kommen, Sie haben jetzt einen doch sehr harten Vorwurf gemacht, weil das heißt, Sie glauben, dass diese ganze FPÖ-Causa oder zumindest die Details zum Drama von Hans-Jörg Jenewein von der ÖVP gesteuert worden sind? Ja, es deutet ja einiges darauf hin. Es gibt einmal harte Fakten. Mhm. Die harten Fakten finden sich offensichtlich zu einem Teil auf dem Jenewein-Handy. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären. Da ist ja offensichtlich eine Anzeige gegen eine andere Fraktion in der Freiheitlichen Partei gefunden worden. Das ist in höchstem Maße aufklärungsbedürftig. Ich bin nicht der zuständige Staatsanwalt, aber das sind harte, sehr belastende Fakten, wenn das genau so ist, wie es öffentlich durchaus glaubwürdig berichtet wird. Wie die Ermittler sagen, müssen wir dazu sagen, es gibt einen Akt, der liegt uns auch vor. Und ja, da haben die Ermittler den Verdacht erhoben, den wir natürlich nicht unabhängig überprüfen können, aber das sind Ermittler, die sagen, dass es weltfremd oder lebensfremd sei, dass der Entwurf der Anzeige gegen die FPÖ Wien, der auf den Daten von Hans-Jörg Jenewein gefunden sei, nicht von ihm stammen. Ja, und jetzt lehne ich mich zurück und sage,
ja, entschuldigen, ist es was Neues, dass sich die blauen Brüder und Schwester gegenseitig zuerst einmal das Licht ausschalten und sie dann gegenseitig abkrageln? Das haben wir doch immer wieder erlebt. Das ist die aber gelebte, auch, dass sie sich anzeigen wechselseitig? Es wird schon immer bunter. Das stimmt schon, ja. Das sind Fakten, genauso wie die Fakten seinerzeit bei der Affäre Ideenschmiede, bei dieser Werbeagentur, wo man plötzlich überraschenderweise wieder auf Herbert Kickl gestoßen ist. Und das ist bis heute nicht aufgeklärt, was da mit freiheitlichen Wahlkampfgeldern passiert ist und ob da nicht Gelder abgebogen sind und was mit dem Koffer, der da im Dienstwagen nach Wien und so weiter. Und da gibt es so viele offene Fragen. Weil die Freiheitliche Partei ist ja die Partei der zum Teil wirklich ebenso offenen wie botscherten Korruption. Die Treibenskern, das ist die alte Geschichte mit dem Futtertrog. Wenn Sie zu einem Futtertrog kommen, der vollkommen ausgefressen ist, schwer beschädigt ist und überall die Botzen um und um liegen, dann waren es normalerweise Freiheitliche. Weil bei einem leergefressenen Futtertrog, wo es keine Spuren gibt, da führt eben keine Spur zur Volkspartei. Und das ist der große Unterschied. Wie es rund um den Trog ausschaut, da wissen Sie ziemlich genau, welche Partei. So, und jetzt wieder zu dem, was ist das ÖVP-Interesse und was deutet auf ÖVP in der ganzen Geschichte hin? Das ist die Steuerung des Ganzen. Das ist die Steuerung, das Streuen von Gerüchten und das Benutzen bestimmter Journalisten und Journalistinnen, um von der Affäre, von der völlig wackeligen Nehammer-Obmannschaft zur Wackel-Obmannschaft von Herbert Kickl rüber zu lenken. Da beschäftigen also übersetzt, wir, Sie glauben, dass ÖVPler zwei Kronenzeitungsjournalisten diese Geschichte gegeben haben? Ja, das mit falschen, wir, mit das, falschen noch dazu Informationen. Das müssen wir uns genau anschauen. Das ist noch längst nicht bewiesen. Aber das müssen wir uns sehr genau anschauen, aus einem einfachen Grund. Der Krone-Redakteur, um den es geht, und da hat mein Chefredakteur Ben Weiser heute auf zackzack.at eine ausführliche Dokumentation geschrieben, wird schwerst durch die BMI-Chats, also diese Chats, die auf dem Handy vom Sobotka-Kabinettschef Michael Kleutmüller gefunden worden sind, wird schwerst durch die BMI-Chats belastet. Da kommt man auf Sachen, die, sagen wir mal ganz, ganz vorsichtig, äußerst überraschend sind. Dass ein Redakteur sowas tut. Dass ein Redakteur dem Kabinettschef von Innenminister Sobotka sagt, jetzt müsste man eigentlich sicherheitspolitisch folgende Initiative starten und jetzt sollte die Regierung das und das tun. Und plötzlich kommt es zu großen Geschichten. Jetzt sage ich der Kollegialität halber dazu, ich kenne diese Chats nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt. Na, da muss man einfach zack, zack regelmäßig lesen. Das ist seit Stunden online. Das habt ihr heute online. Ja, okay. Das steht online und bei uns geht es eh schon wieder in Richtung Serverüberlastung, weil diese Geschichte wollen natürlich viele Leute lesen. Was läuft da eigentlich und welche Achsen gibt es da zwischen bestimmten Journalisten und dem Kabinett von ÖVP-Innenminister. Das ist eine extrem spannende Geschichte, weil man dann erst versteht, wie das Regime Kurz vorbereitet worden ist, wie die Hilfe des Boulevards organisiert worden ist. Und das geht weit über Inseraten, Korruption und gefälschte Umfragen hinaus. Da geht es bereits um direkte Steuerung über Schlüsselredakteure großer Boulevardmedien. Das ist eine sehr heikle Geschichte. Und ich weiß, wie heikel das ist, weil wir müssen ja immer aufpassen, wenn wir über Kolleginnen und Kollegen berichten, dass wir nicht in die Pressefreiheit eingreifen und so weiter. Aber in dem Fall handelt es sich ganz offensichtlich um den Missbrauch einer journalistischen Machtposition in der größten Zeitung Österreichs. So, ich bin mir sicher, dass die Kronenzeitung das aufklären wird, weil es dort exzellente Leute gibt, die ja durchaus kritisch über die ÖVP und Bundeskanzler Nehammer schreiben. Vom Chefredakteur bis zu Klaus Bandi und vielen anderen auch. Das ist ja nicht, die Kronenzeitung ist jetzt das Instrument der ÖVP. Nicht zwei Redakteure, ja. Sondern da geht es um ganz konkrete Personen, wie seinerzeit die Affäre Richard Schmidt und Freiheitliche Partei. Das ist über Ibiza geplatzt. Schmidt ist rausgeflogen und
Ich gehe davon aus, dass die Kronenzeitung in der Lage ist, auch gegenüber der ÖVP, Nehammer und dem ganzen türkisch-schwarzen Regime klaren Tisch zu machen. Ich glaube, das wird jetzt einmal Zeit. So, aber da muss jetzt einiges untersucht werden. Und das hat natürlich auch mit Jenewein zu tun, aber ich halte Jenewein überhaupt nicht für die Schlüsselfigur in dieser Affäre. Mhm. Dann wäre einerseits Herbert Kickl und die dringend notwendige Untersuchung, wie weit ist Kickl als Parteiobmann in diese Affäre verstrickt. Das ist das, was auch die Freiheitlichen wissen wollen. Das ist extrem wichtig und dieses ganze... Diese ganze Jenewein-Geschichte und diese ganzen Fake News, die zum Teil jetzt über den Herrn Jenewein verbreitet werden, die erschweren ja nur die Aufklärung. Ich frage mich manchmal wirklich, was da eigentlich los ist. Nur damit man den Menschen, die das nicht so verfolgt haben, nicht das übrig bleibt, was der Herbert Kickl gerade versucht. Alles ist Fake News, das stimmt natürlich nicht. Es gab eine Razzia bei Hans-Jörg Jenewein im Herbst 2021. Da wurden elektronische Geräte von Hans-Jörg Jenewein sichergestellt. Es wurden, so viel wissen wir, dokumentiert, ein Telefongespräch, das er oder ein Gespräch, das er mit zwei Blauen geführt hat über Vereinskonstrukte, wurde aufgenommen und die Datei auf seinen Geräten gefunden und andererseits eben diese Anzeige. Es hat einen Suizidversuch gegeben an alle Zuseher. Es gibt Stellen, wo man sich hinwenden sollte, wenn man depressive Gedanken gehabt hat, aber es hat nicht gestimmt, was die Kronenzeitung am Sonntag online geschrieben hat. Er war weder auf der Intensivstation, noch war er im Koma, noch wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Das war falsch, aber der Rest, den alle anderen berichtet hatten, hat gestimmt. Und man sollte auch bei den Fakten bleiben, die unbestreitbar sind, und dort weiter nachschauen und der Frage nachgehen, ist Herbert Kickl nicht nur ein völlig prinzipienloser Scharfmacher, der auf jeder Welle des Hasses und der Menschenfeindlichkeit schwimmt, sondern ist er auch korrupt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und bekämpft er mit unlauteren Mitteln gemeinsam mit den ihm nahestehenden Leuten andere Gruppen in der eigenen Partei? Also machen sich die Freiheitlichen gerade wieder auf die mieseste Art gegenseitig fertig. Das ist wichtig, das soll untersucht werden und ich bin mir sicher, dass sich um diesen Teil sehr viele Medien kümmern. Mhm. Dort, wo die Anstrengungen schon viel geringer sind, geht es immer um die ÖVP. Naja. Und wir haben zum Beispiel sehr eifrig berichtet über die ÖVP-Obmann-Debatten in den letzten zwei Wochen. Ja, ihr seid dort, das muss man ehrlich sagen, fast so gut wie zack, zack. Und das ist ein wirklich großes Lob. Ihr werdet das Vorbild nicht ganz erreichen, aber das ist ja schon was. Nein, jetzt wieder zurück. Die ÖVP-Geschichte ist ja viel wichtiger. Aus dem einfachen Grund, weil er mit dem zugrunde gehen und wild um sich schlagen des letzten ÖVP-Aufgebots, sich die große Frage stellt, ja, wer wird denn in einem Herbst, der vielleicht der gefährlichste Herbst in den letzten Jahrzehnten sein wird, wer wird denn Österreich regieren? Wer wird das tun? Wer wird denn schauen, dass die Strompreise und die Gaspreise nicht weiter explodieren? Mhm. Wer wird denn schauen, dass die Menschen noch ihre Mieten zahlen können? Wer wird denn schauen, dass Alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern nicht noch tiefer in der Armut versinken? Wir werden schauen, und da fällt mir wirklich niemand ein, wenn neben der nächsten Covid-Welle jetzt eine Affenbocken-Welle kommt und der Gesundheitsminister sagt, naja, 2000 Leute könnte man schon impfen. Es ist vollkommen verrückt und dann haben wir rundherum noch Klimakatastrophe. Wir sind mitten in der Klimakatastrophe und dann noch den Krieg und machen wir uns nichts vor. Es ist jederzeit möglich, dass mit russischen Raketen aus einem ukrainischen Atomkraftwerk eine Atombombe gemacht wird. So, das ist alles möglich. Aber jetzt haben Sie mir ein gutes Stichwort. Und wir haben keine Regierung. Ja, aber jetzt haben Sie mir ein gutes Stichwort gegeben, weil in der Regierung sitzt ja nicht nur die ÖVP, da sitzen ja auch die Grünen. Wirklich?
Sitzen die nicht mehr dort? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sich der Werner Kogler als Vizekanzler wirklich rund um die Uhr um Randsportarten kümmert. Mhm. Die werden aufblühen, aber das wird uns nicht sehr viel helfen. Alma Sadic verhält sich auch sehr, sehr vorsichtig in einer Situation, wo eine Justizministerin, die vor 2 Jahren versprochen hat, den Kampf gegen Hass im Netz zu gewinnen, jetzt eine sehr, sehr bittere Bilanz ziehen muss. Mhm. Gewessler, ich glaube, sie bemüht sich, aber das ist ja viel zu wenig, was da gegen die Klimakatastrophe getan wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, da wird mehr Zeit für Beraterhonorare verbracht als zum Beispiel für Tempolimits auf den österreichischen Straßen. Aber die Kerngeschichte ist immer das Gesundheitsministerium, seit Jahren. Und das ist halt eine Geschichte des politischen Scheiterns. Und ich frage mich selber, weil das für mich als Gründungsmitglied und Gründungsabgeordneter der Grünen ja nicht so leicht ist, warum scheitern 3 grüne Gesundheitsminister hintereinander auf eine wirklich blamable Art und Weise? Warum schütten sie die Gräben zu den Schwurblern, zu den Hassschwurblern zu, zu inzwischen einer wirklich gefährlichen, nicht nur einer krankheitsanfälligen, sondern einer gefährlichen Szene und reißen Gräben zu vernünftigen Menschen, die einfach ihre Mitmenschen schützen wollen und das Virus und die Seuche bekämpfen wollen? Warum reißen sie da die Gräben auf? Das Schicksal von Frau Dr. Kellermeier hat auch damit zu tun, dass man zu denjenigen, die sie verfolgt und bedroht haben, die Gräben zugeschüttet hat und rund um sie so lange Gräben aufgerissen hat, die Polizei, die Ärztekammer und letztlich auch die Gesundheitspolitik, bis sie Mutterseelen allein und verzweifelt war. Ich bin heute wieder bei mir in der Redaktion mit einer der engsten Freundinnen und Begleiterinnen der Frau Dr. Kellermeier, einer wirklich mutigen und zum Schluss völlig verzweifelten Ärztin. Die auch mehrmals hier im Studio war, ja. Also unseren Diese Geschichte ist wirklich so schrecklich. Ich kenne jetzt noch mehr Details. Wir werden demnächst auch wieder darüber berichten. Einfach deswegen, weil sich sowas nie mehr wiederholen darf. Und dann steht der Gesundheitsminister, mein ehemaliger Parteifreund Johannes Rauch, da und sagt, jetzt ist nicht die Zeit, um über Schuld zu sprechen, sondern jetzt ist Zeit, innezuhalten. Also ich brauche ja keinen Innenhaltminister, sondern ich brauche einen Gesundheitsminister. Und ich brauche keinen Innenhaltminister, sondern einen Innenminister, die beide für Sicherheit sorgen. Vulnerable Menschen, also Menschen, was weiß ich, die eine Chemotherapie machen, die Immunschwächen haben, die vielleicht auch einfach alt und schwächer sind. Denen sagt man, bleibt es daheim. Weil wir ansteckende Menschen einfach in die Öffentlichkeit lassen. Wenn ich heute irgendwen auf der Straße sehe, in Wien ist es ein bisschen besser, aber am Land, bei mir in der Obersteiermark oder bei meiner Frau in Klagenfurt, und es trägt wer eine Maske, denkst du ja schon, Jesus, na, das ist desinfiziert. Das ist ja vollkommen verrückt. Für sowas brauche ich ja keinen Gesundheitsminister. Also würde ich einen Hydranten ins Gesundheitsministerium setzen, hätte das einen riesigen Vorteil. Er kennt nichts reden. Das wäre eine deutliche Verbesserung. Mhm. Das ist jetzt kein Plädoyer, einen Hydranten zum Gesundheitsminister zu machen, sondern ein Plädoyer, ein schon fast verzweifeltes Plädoyer. Bitte, wie kommen wir wieder zu einer handlungsfähigen Regierung, die in der kommenden Krise die Menschen schützt und nicht ein Bundeskanzler, wo du immer nur denkst, na hoffentlich passiert heute Abend nichts wieder mit dem Personenschutz. Das heißt, Sie sind der Meinung, sowohl Schwarz-Türkis als auch Grün sind eigentlich nicht mehr in der Lage, uns durch so eine heftige Krise, nein, wie wir sie erwarten. Vollkommen. Schau, die Grünen sind, und das tut mir wirklich leid, zumindest ihre Spitzengarnitur, sowas wie der Ökobund der ÖVP. Ich nehme keine selbstständigen Grünen wahr.
Ich hoffe, dass sich das ändert. Ich hoffe, dass von der Basis der Grünen, die früher immer sehr verlässlich war, endlich was kommt und sich endlich Leute, Frauen, Männer, junge Leute auf die Hinterfüße stellen und sagen, Werner Kogler, Sigi Maurer, wieder schauen, wir machen was anderes. Mhm. Und Karl Nehammer. Das ist jetzt ein interessanter Punkt, weil mich das die letzte Zeit auch immer wieder Leute fragen, wie gibt es das eigentlich, dass die Grünen, die früher doch eine sehr starke Debattenkultur hatten, um es einmal so zu sagen, jetzt so schweigsam sind. Man hat den Eindruck, dass es da, also wären ähnliche Sachen bei der Sozialdemokratie los, wüssten wir, wie die Debatten ablaufen würden. Wieso ist da so viel Ruhe? Weil die Grünen ja nicht einmal ein DOSCO-Ziel haben. Sowas, das gibt es nicht einmal bei den Grünen derzeit. Es gibt keine alternative Führungspersönlichkeit bei den Grünen, die aufsteht und sagt, entschuldigt, könnt ihr euch noch erinnern, wir haben grüne Grundwerte. Wir sind die Partei der sauberen Umwelt und der sauberen Politik. Wir sind die Partei der sozial Schwachen. Wir sind die Partei der Frauen und der Kinder. Wir sind die Frieden und so weiter. Und wir nehmen das ernst und bestimmte Sachen gehen mit uns nicht. Und jetzt hast du das erste Mal das Signal, mit uns geht alles. Mhm. Und es wäre ja gerade so eine große Chance, mit der schwächsten ÖVP aller Zeiten und mit dem, schwach ist ja gar kein Ausdruck mehr, mit dem hilflosesten ÖVP-Bundeskanzler aller Zeiten. Da könntest du ja hergehen und sagen, Karl, wenn wir jetzt nicht sofort was gegen Kinderarmut unternehmen und das Paket innerhalb von 2 Wochen geschnürt haben, dann bist du Karl der Letzte, nimmst deinen Hut und warst Bundeskanzler. Das könnte ein Werner Kogler mit einem Rest Selbstbewusstsein jederzeit sagen und der Karl Nehammer sagt, oh, Werner, was willst? Die ÖVP ist bereit, alles zu erfüllen, nur die Grünen verlangen nichts. Das ist ja das Absurde. Ich habe mir nie gedacht, dass sowas einmal passiert. Ich kann schon nicht mehr hinschauen. So. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben, weil wir allein schon mitten in der Klimakatastrophe Grüne brauchen werden. Die Grünen sind eine Partei, die im Gegensatz zur ÖVP, die wirklich keiner mehr braucht. Die ÖVP ist eine Kandidatin für den Misthaufen der Geschichte. Die Grünen sind eine Partei, die für die Zukunft dringend gebraucht werden. Dringend gebraucht werden. So wie eine Sozialdemokratie, die wieder ernsthaft um Gerechtigkeit kämpft. Wäre, ich komme schon zum Abschluss, wäre Rot-Grün-Neos eine gute Regierungsform? Na, selbstverständlich. Das ist die einzige realistische Möglichkeit derzeit. Man kann es sich nicht aussuchen. Hätte die SPÖ eine wirkliche Führungspersönlichkeit, dann wäre da vielleicht schon vieles in Gang. Und die SPÖ wäre als stärkste Partei, die müsste ja Klarheit schaffen. Und die müsste sagen, in diese Richtung geht's und wir haben Lösungen und wir wollen diese Lösungen gemeinsam mit den Neos, die eine anständige, zwar in Wirtschaftsfragen nicht besonders kompetente, aber eine grundsätzlich anständige Partei sind. Und mit den Grünen, die muss man halt ein bisschen in die Reha schicken, aber es gibt ja nichts anderes, wir können es uns nicht aussuchen. Ja, aber der große Impuls muss von der SPÖ kommen. Der große Impuls muss kommen, wir werden nicht mehr mit dieser Konkursmasse ÖVP regieren. Ausschluss fertig, jenseits der ÖVP eine neue Mehrheit. Und dann zeigen wir, wie ein tolles Land wie Österreich anderen zeigt, wie man mit Seuchen umgeht, wie man mit Armut umgeht, wie man mit Krieg umgeht, soweit wir da, und wie man mit Energiepolitik und. Geht ja alles. Das sind alles lösbare Probleme, nur haben wir keine Politiker und Politikerinnen derzeit in der Regierung und teilweise der Opposition, die bereit sind, das ernsthaft zu tun. Ich kann nur auf Zack, Zack möglichst viel drüber schreiben und den Grünen zurufen, Buben und Mädels, macht einmal eine außergewöhnliche Körperübung. Stellt euch auf die eigenen Füße. Gut, danke Peter Pilz. Ich würde sagen, die Kritik war ausgewogen, weil am Ende haben es eigentlich alle drauf bekommen. Das soll man ja im Journalismus auch so machen. Danke Peter Pilz.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.